Say it away, dream your dream, lalala. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica und ja, wir stehen hier rum. Es ist eine neue Aufnahmesession und ich habe alles vergessen. Naja, ich habe auch ein bisschen YouTube-Kommentare gelesen. Juhu! Und ja, ich weiß, man kann wohl... Ah ja, da war ja was. Ja, später wird es mit Ressourcen und so wichtig halt, die Kisten mitzunehmen, weil man halt in tiefere Gewässern nicht so oft Nahrung findet und so. Ja, das hatte ich auch schon gelesen. Ich habe mich noch ein bisschen informiert, weil es tatsächlich noch ein bisschen sehr umfangreicher ist als wie Breath Edge. Jetzt weiß ich gar nicht, wir müssen irgendwie... Huch, Hey! Kann ich dich aufnehmen? Komm her! Ich will dich essen. Wieso steht der da? Ja, ich möchte einen Fehler melden. Da schwebt ein Vogel in der Luft. Oder was auch immer das sein soll. Wir müssen irgendwie... Was waren das nochmal? Wir brauchten... Jetzt lass mal eben schauen. Wir haben den Seegleiter der Flexi in der Vergangenheit gebaut. Und wir brauchten... Jetzt lass mich mal kurz gucken. Warte mal. Baupläne. Lalalala. Ja. Ja. Höhenverstärkung war das, ne? Wo haben wir die denn? Da. Lithium, genau, Lithium. Titan finden wir en masse, aber Lithium. Ich hatte auch geguckt gehabt, und zwar wenn wir vom Schiff aus ungefähr so die Richtung, soll wohl auch viel Lithium und so sein, würde ich mich mal auf den Weg machen. Dann düse ich doch einfach mal. Müsste richtig sein, ne? Ja. Cool mit der Karte. Vielleicht finden wir ja ein paar Lithium-Ablagerungen. Ich düse einfach mal. Solange wir ja nicht so tief sind, ist es ja alles okay. So, das ist da, ist unsere Base, genau. Kann man auch nur die Lampe anmachen? Über dem Meer. Oha, hier sind aber Wellen. Alter Schwede. Was ist das denn da unten? Was ist das, meine Freunde? Quarz. Oha. Ist das Lithium? Lithium! Zum Abbauen. Was steht da? Dieser Ressource, eine spezielle Ausrüstung erforderlich. Nein! Okay. Hier finden wir also Lithium. Jetzt meine Frage, welche spezielle Ausrüstung brauchen wir da? Lass mal schauen. Nein! Welche Ausrüstung brauchen wir denn dafür? Eine Leiter bestimmt nicht. Es müsste ja irgendwas am Abbauen sein. Pfadfinderwerkzeug. 6 holographische Pfadfinderscheiben aus. Wird verwendet, um. Also, okay. Zur Orientierung. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Sachen scannen und so. Ich glaube, wir können das noch gar nicht bauen. Verdammt. Gibt es denn Lithium-Ablagerung auch so? Die wir einfach so abbauen können? Salzablagerung. Ja, es ist Quarz, ne? Ja, komm, nehmen wir mal mit. Huch, Das ist ja krass, dass hier Lithium ist, aber wir das nicht abbauen können, weil es halt wahrscheinlich im so Art Meißel oder so wird das wahrscheinlich abgebaut. Und ich finde es ja gut immer, dass ihr alle was so mal so fleißig Kommentare schreibt oder der eine junge Mann, der immer Kommentare schreibt. Aber nicht jetzt böse nehmen oder so. Survival Games entfalten sich ja auch immer, wenn man selbst alles so ein bisschen erkundet und rausfindet. Aber ich bin ja immer froh darüber, wenn ihr natürlich schreibt, Gottes Willen. Weil, ne, man kann ja nicht alles wissen. Gibt's hier Lithium? Gold. Blei. Ja. Schön. Silbererz. Ich frage mich, wie... Okay, pass auf. Dann düse ich nochmal weiter in die Richtung. Weil jetzt wird's nämlich auch gerade hell. Vielleicht haben wir ja Glück.
dass wir Lithium auch einfach so finden. Was ist das denn hier? Salz, ne? Ja, das ist Salz. Okay. Und, Oha, ist das tief hier? Ja, ja. Bin schon dabei. So, schwupps. Sehen wir eigentlich unser Schiff noch? Jo. Na, gucken wir mal. Alter, hier scheint es aber richtig tief zu sein, ne? Oha. Was ist das da? Warum leuchtet das so blau da, die Streifen? Was ist das? Okay, jetzt weg. Ja. Hallo, Erdboden? Oha. Das ist aber ganz schön tief hier, ne? Ich will das jetzt nicht unbedingt riskieren. Das? Bitte was? Ach ja, da habe ich übrigens gelesen in den Kommentaren. Es gibt auch Inseln wohl, ja. Huch, da baut die Insel sich nur auf. Ja, das ist ja cool. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es Inseln gibt. Hier bleibe ich einfach. Ich mache es mir hier gemütlich und schön. Gibt's hier Gegner? Ich frage für einen Freund. Ih, was ist das denn? Ih, geh weg, geh weg. Ih, was bist du denn? Ih, geh weg. Ja, Frage ist beantwortet. Aber gibt's hier Lithium? Ich würde gerne Lithium abbauen. Kann ich hier einfach hochspringen? Ich bin He-Man. Was? Voxelstrauch? Ist ja... Alter. Krass. Okay. Survival auf der Insel. Herzlich willkommen zu Stranded Deep Teil 2. Ja. Ist das ein Hühneier? Gefleckte Klapper einsammeln. Nee. Ist bestimmt giftig. Ich kenne mich hier nicht aus. Okay. Wie cool. Also ich habe es echt gedacht, es geht nur unter Wasser, das Game. Boah, Alter. Was ist das? Was ist das denn da oben? Da müssen wir hin. Nächstes Ziel, da oben. Ist mir scheißegal. Wir gehen da hin. Alter, was ist das? Das ist ja cool. Scanner haben wir dabei. Wie cool. Alles vergessen. Lithium brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt die Insel für uns entdeckt. Die gehört jetzt mir. Die Insel gehört mir. Habe ich das schon mal erwähnt? Das ist meine Insel. So, wisst ihr Bescheid? Das ist also meine Insel. Scheißegal, wer hier irgendwie... Alter, wieso ist denn da oben gelandet? Oder das war mal über Wasser hier alles. Unter Wasser, nicht über Wasser. Über Wasser ist es ja. Boah, wie cool. Ich möchte am liebsten einfach nur so planschen. Ah, und es ist so warm hier. Die Temperatur in den letzten Tagen. Cool. Oh, so alte Relikte. Ah, oh, guck mal. So eine Base, wie wir gebaut haben. Ih, was ist denn das? Soll weggehen. Geh weg! Kann ich ihn scannen? Ich scanne ihn mal. Aber wie kann ich ihn scannen? Wie heißt der Höhlenkrabber? Krabbler? Tab drücken. Mist. Ja. Tiere?
Höhlenkrabbler. Ein flinker, reviergebundener Aasfresser. Gut angepasst an der Lebensform. Als, sowohl als Land auch im Wasser. Nimmt lebenswichtige Grase und Luft aus Wasser auf, um grundlegende Körperfunktionen zu ermöglichen. Kiefer, dieses Tier, die Tierart spürt Kadaver in Rudeln auf und steigt sie anschließend und verteilt sie anschließend, während sie gefressen werden. Okay, beurteilen. Meiden. Oder außer Gefecht setzen. Okay. Ich habe ein Messer dabei, vielleicht reicht's ja. Gucken wir mal. Ist es weg? Ich höre es noch. Es sind mehrere, ne? Komm mal her! Komm mal her, du Scheißer! Aua! Wo ist das schon? Hau nie ab! So, außer Gefecht gesetzt. Die sind ja eklig. I! Was ist das hier? Melone. Nehme ich alles mit. Geil, Alter. Bestimmt hier was zum Dings. Inventory full? Was? Kann doch gar nicht... wir essen mal, ne? Lecker. Oh, lecker. So, ist mir egal. Ich habe alles aufgegessen. Mordsmäßigen Kohldampf. Kommen wir irgendwie hier rein? Warte mal. PDA. Integrating new PDA data. Geh sterben, du Sau. Violette Tafel einsammeln. Ja. Habe ich die im Inventar? Eine antike fremde Tafel mit einem violetten Symbol. Okay, was mache ich damit? Kann ich was scannen? Mehrzweckraum. Ich scanne den Mehrzweckraum mal. Vielleicht kriegen wir dann einen Blueprint. Ja. Neue Blaupause verfügbar. Mehrzweckraum. Cool. Können wir jetzt also auch bauen. Was? Wand? Lebende Wand. Mhm. Cool. Scheinwerfer. Interessant. Okay, ich sollte ja auf jeden Fall häufiger mal den Scanner auspacken. Scannen ist hier, glaube ich, anscheinend sehr, sehr wichtig. Okay, wie kommen wir... Was? Da war noch irgendwas? Irgendwas konnte ich hier scannen. Da. Shot. Dauert ein bisschen länger. Ja, haben wir gleich. So, jetzt aber. Ohne Batterie. Juhu, und ein PDA. Integrating new PDA data. Okay. Paul, Sohn, ich sagte, du sollst es warten, bis der Sturm vorbei ist. Dein Leben ist mehr wert als das Pflanzenbeet. Bart, du hast keine Verantwortung mehr, seit das Schiff gesunken ist, auf dem Kapitän, auf dem du Kapitän warst. Paul, ich gebe die Verantwortung ab, wenn du für dich selbst Verantwortung übernimmst. Ernsthaft, Boss? Boss? Was denn? Wissen Sie, wie wir 40 Tonnen Regenwasser aus diesen Beetkästen rausbekommen sollen? Oder wie man Essen aus dem Nichts herbeizaubert? Ich weiß, wie man Prioritäten setzt. Ich meine ja nur, aber wie viel ist Ihnen das Leben ihres Jungen heute wert, wenn Sie morgen so hungrig sind, dass Sie überlegen, wie er wohl schmecken würde? Lassen Sie ihn sich um die Pflanzen kümmern. Sohn, geh raus und kümmere dich um die Pflanzen. Bart? Okay, Torgal hat die Basis verlassen. Paul? Mischen Sie sich doch noch einmal in meine Familie ein und ich werde Sie hier lassen, wenn Hilfe kommt. Haben Sie mich verstanden? Es kommt keine Hilfe, Boss. Nicht rechtzeitig. Aber wir können auch nicht hierbleiben. Es regnet immer noch. Und früher oder später wird dieser Ort verschüttet. Wir haben nur die Wahl, ob wir auch verschüttet werden wollen. Ja, dann... Noch ein PDA. Ich lese nicht alles durch. Ich lese nur... Huch. Integrating new PDA data.
Ich werde nur zwischendurch mal ein bisschen was durchlesen. Nur so, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ne, da kommt man nicht rauf, ne? Schade. Na egal, wir können auch hier gehen. Kann ich das Beet scannen? Ich wollte gerade sagen. Ich scanne mich mal selber. Gesund. Nur so zur Info. Ich bin gesund. Also, Sonnengerät braucht man in Corona-Zeiten. Kannst du hingehen im Laden und dann kannst du den hier machen. Guck mal hier. So, hier, ich bin gesund. Seht ihr? Also. So, wie kommen wir hoch? Hier ist eine Höhle. Das Ding muss ja hier oben irgendwo sein, ne? Was wir gesehen hatten in der Ferne. Frage ist nur, wie kommen wir hier rauf? Haben wir natürlich die beste Stelle ausgesucht, glaube ich. Da oben ist das, oder? Oder war hier auch noch eins oben? Ach, zwei sind das. Die Geräusche. Okay, wir gehen erstmal hier bei dem hier. Wie geil einfach mit dieser Insel. Völlig random. Lol. Na dann. Spannung, Spannung. Die Spannung steigt. Kann ich scannen? Ich wollte gerade sagen, ich scanne mal. Pinke Kappe. Alter, da hinten ist auch eine Insel? Weiß ich nicht. Oha. Hier ist aber auch weit und breit nichts, ne? Ich weiß nicht, ob die Inseln einfach so reinspawnen nach einer Zeit. Haben wir den schon gescannt? Oh, anscheinend nicht. Gott, diese Höhlengeräusche. Oh Gott, da müssen wir auch noch hin. Naja, aber wir kommen unserem Ziel schon mal näher. Ganz vorsichtig gehen wir hier hoch. Und sind schon da. Guck mal an. Können wir noch was scannen? Luke haben wir. Glasscheibe haben wir. Hier, Observatorium. Geil. Mega, will ich haben. Als Blaupause. Cool. Observatorium. Komposit-Pflanztopf. Mhm. Ein PDA. Integrating new PDA data. Diese Insel ist ein Geschenk des Himmels. Sieht aus dem Fenster. Keine Raubtiere. Frisches Essen. Keine Baumaterialien. Nichts übrig vom Schiff. Und ihr Sohn sagt, dass wir ohne mehr Beetkästen verhungern werden. Sag's ihm, Junge. Es stimmt, Vater. Natürlich. Weil die natürlichen Wachstumsraten sind zu langsam, um uns versorgen zu können. Ich sag nur, dass der Ozean uns eingekreist hat. Keinen Sinn, uns zu verstecken. Früher oder später werden wir nasse Füße bekommen. Ihr bisheriges Leben mag ein Kampf gewesen sein. Maida, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Wenn Sie auf Ihre Notfallzulage verzichten wollen, nur um kurz schwimmen zu gehen, dann los. Glauben Sie mir, ich denke drüber nach. Oh. Cool. Bisschen Scheiben wischen, dann geht's. Ich bin gespannt, was wir da drüben finden werden. Und jetzt wird's dunkel, ne? Sollten jetzt vorsichtig runtergehen. Kann ich jetzt auch einfach hier gehen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich gehe, glaube ich, den normalen Weg. So, ich düse mal, bevor es jetzt dunkel wird und ich jetzt gleich hier nichts mehr sehe. Weil die Sonne geht nämlich so langsam unter. Lalala, lalalala. Kann ich hier? Ja, ich glaube, hier kann ich. Vielleicht nicht abrutschen. So. Okay. Dann versuchen wir nochmal eben da hochzukommen. Mal eben. So. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Da sind wir schon auf der anderen Seite. Okay. Ah, hätte ich jetzt... Bin ich sehr überrascht tatsächlich. Dass es hier auch Inseln gibt, wusste ich gar nicht.
So. Oh, eine Kiste. Desinfiziertes Wasser einsammeln. Juhu. Das, glaube ich, müsste so eine verstärkte Wand sein, wenn ich richtig sehe. Müssen wir noch Lithium finden. Was? Laternenbaum? Das ist ja witzig. Wir haben hier auf jeden Fall definitiv hier Orangenpilz. Auf jeden Fall hier angebaut. Und waren wahrscheinlich hier auch unter Wasser oder so, keine Ahnung. Larvenkorb. Alles mitnehmen. Kann ich da eine mitnehmen? Was passiert denn dann? Da. Nahrung 10. Aha. Oh, wir verdursten fast, ne? Wo haben wir denn die Flasche? Kann ich was trinken? So, ich habe mal was getrunken. Okay. Will ich mal einen von mitnehmen? Kommen wir mal. Aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Plan. Das nimmt schon 4 Plätze ein. So, da ist noch ein PDA. Würde ich noch einmal lesen? Integrating new PDA data. Zum ersten Mal seit Monaten sehe ich Sonnenlicht. All die Zeit in der Tiefen habe ich davon geträumt. Jetzt bin ich wieder hier. Aber das allein zu genießen fällt mir schwer. Vater hatte recht. Wir hätten hier bleiben sollen. Wir hätten nicht zu tief gehen sollen. Sie wollten uns nicht dort unten. Trotz meiner größten Bemühungen ergriff die Krankheit Besitz von mir. Die Visionen werden immer schlimmer. Margaret und Vater sind inzwischen längst Teil des Ökosystems auf diesem unglaublichen Planeten. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich mich ihnen anschließen werde, wenn ich gehe. Bis dahin, naja, gibt es immer noch die Aussicht. This is the first time I've seen sunlight in months. Okay, können wir uns anhören, ist aber wie gesagt auf, ist aber leider auf Englisch. Aber ich finde es cool, dass diese kleinen Geschichten hier zwischendurch noch gibt, dass man, wenn man sowas findet, finde ich ganz, ganz witzig. So. Zack, zack, okay. Baupläne. Achso, wir haben ja neue Baupläne bekommen, ne? Ah, hier Observatorium. Scannerraum. Ach, krass. Ja, trotzdem würde ich sagen, für die Folge soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge. Und ja, schaltet ihr wieder ein bei Subnautica. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.